Kennt ihr das? Oder kennst du das, dass er dann halt wirklich mal, dass eine Band ein cooles Riff spielt? Oder es ist gerade ein. Oder die zocken gerade irgendwelche coolen. Keine Ahnung. Wie heißt denn das? Helf mir mal schnell. Jetzt hab ich den Faden verloren. Wie heißt denn das? Instrumente? Nein! So dieses Tapping, das Tapping. Dieses Ding, Ding. Schieße mir mal das rüber hier. Ich glaube, ich wurde was zusammengestellt. Hier gibt's Geschenke. Primordial. Spirit of Flame. Diese Band auf dem Partisan das erste Mal erlebt. Und man hatte das Gefühl, der Sänger fokussiert sich nur auf mich oder einen selbst. Und es war einfach eines der unglaublichsten Konzerte, wo ich jemals war. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Davon wurde dann auch später kam das Konzert nochmal auf DVD raus. Bei der Dark Romanticism, glaube ich. Sehr schön habe ich noch zu Hause. Sehr, sehr melancholisch. Schöne Texte, eine wunderschöne Atmosphäre und ja, großartige Band. Kannst du blind kaufen, machst du einfach nichts falsch. Diese Band hat sich einfach immer weiterentwickelt und wird das bestimmt auch mit der nächsten Stärke. Dark Fortress, Stephens. War noch der alte Sänger dabei. Habe ich auf jeden Fall den einen Sänger mehr gemacht, weil mir der Gesangsstil besser gefallen hat und ich fand es irgendwie ein bisschen rougher. Bester Song auf der Scheibe, Like a Somnambulist in Daylight's Fire. Don't ask why darkness never ends. Was für ein Anfang. Wahnsinn Scheibe, ich habe die mit meiner Schwester immer rauf und runter gehört. Die fand halt, glaube ich, den Sänger auch ganz schön niedlich. Sorry, Manu. Schönes Album, also definitiv meine Lieblings-Dark Fortress-Scheibe. Irgendwann habe ich die dann auch nochmal live gesehen mit dem neuen Sänger, da hatten wir beim Wave Boutique-Treffen gespielt. Und die waren im Vorprogramm von My Dying Cry. Und da war ich dann aber angenehm überrascht, wie gut Dark Fortress waren. Und wie groß der Anteil von Mädels im Publikum ist. Oder war. Also Wahnsinn. Ja, Dark Fortress. Die neue Duel. Sagt man das so? Duel? 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 Sagt man Duel? Ich glaube Duel. Ich glaube, man sagt Duel. Duel. Also Duel ist es schon nicht. Es ist die neue Duel. Auf jeden Fall habe ich die Band schon mal gesehen. Da waren die From Hell. Vorband waren Harakiri for the Sky. Ich bin natürlich wegen Harakiri for the Sky, denn ich liebe diese Band. Wusste auch nicht so richtig, was das hier ist. Und war dann aber angenehm überrascht, wie gut die sind. Ich hatte mir vorher, weiß ich noch, saß im Bad, Zähne geputzt, saß auf dem Klo, keine Zeit, am besten noch geduscht. Und nebenbei lief ein Live-Konzert von denen. Da war ich doch angenehm überrascht, wie geil das ist. Und dann, als sie noch von Killing Joke Love Like Blood gecovert haben, was sie dann später auch live gespielt haben an dem Abend, war ich absolut verliebt in die Band. Und das war ein hammer Auftritt. Absolut Ausnahmeband ist ja, glaube ich, auch ein Gitarrist von Devil's Blood mit dabei oder zwei Mitglieder von Devil's Blood. Und das sagt ja eigentlich schon alles, dass das kann ja noch gut werden. Also super, super Songwriting, mega Atmosphäre und die Frau hat halt eine krasse Stimme und macht auch einen echt guten auf der Bühne. Super Band, unglaublich gut. Okay. Hits aus der Jugend. 11,50 €. Hab ich sogar einstecken. Oh, die hab ich schon. Paradise Lost Icon. One is the same. Definitiv ein Paradise Lost Lieblingsalbum von mir. Und Paradise Lost habe ich kennengelernt durch meine Schwester. Also meine Schwester hat mich überhaupt
krass mit Musik geprägt damals. Da war auch so der erste Berührung mit Rockmusik, mal abgesehen von Michael Jackson, was man irgendwie schon cool fand aus dem Radio. Aber der Typ hat eh lange Haare gehabt, das sah ganz cool aus. Und als man das eine Video mit Slash gesehen hat, ich glaube, das war Dirty Diana oder Give It To Me, hat man halt immer mal bei der Schwester im Zimmer gelauscht, was da so lief. Und das wurde halt bei ihr auch immer härter. Ne? Dann auch Metalla immer mal zusammen gucken. Hat sie mal aufgenommen, war ja noch Schulzeit. Und am nächsten Tag hat sie mir immer so die ganzen Bands gezeigt und da waren halt auch Paradise Lost dabei. So Songs wie True Belief und so, das fand ich schon nicht schlecht. Meine wirklich erste Berührung mit Paradise Lost war dann die Gothic. Und die habe ich wirklich gesuchtet. Also mega finstere Atmosphäre und das war schon ganz schön krass. Und irgendwann war ich dann aber noch viel empfänglicher für dieses Album. Warum war ich dann irgendwann in Prag in der Stadt halt wirklich auf Suche nach richtigen Metal-Läden und da wurde ich auch fündig. Und da habe ich wirklich mit meinen paar Gründen, die ich noch einstecken habe, habe ich mir die Icon gekauft mit der Seals the Sensipede drauf. Die kam nämlich parallel dazu raus und also die hatte meine Schwester auch im Schrank, hat sie aber bis heute noch nicht rausgeholt, was mich definitiv immer noch ankotzt. Und da war ich natürlich sehr glücklich, dass ich nun endlich diese Platte hatte mit der Seals the Sensipede drauf. Auf jeden Fall dann zu Hause gewesen, die CD eingelegt und dann festgestellt, dass bei dem Song Sweetness, dass die CD springt. Und ich habe gedacht, das ist doch jetzt nicht wahr. Dann habe ich schon geguckt und das war irgendwie scheinbar im Pressfehler. Auf jeden Fall hat ein ganz kleines Stück gefehlt und dann habe ich auch eigentlich gedacht, hättest du eigentlich auch in die Tonne hauen können. Naja, auf jeden Fall habe ich sie mir irgendwann nochmal gekauft. Nail to Obscurity. Gute Jungs. Mit denen haben wir schon öfters zusammengezockt und auch viel Schabernack getrieben. Das ist jetzt die letzte Scheibe, die Black Frost, die sie rausgehauen haben. Und da hatten wir auf jeden Fall eine deutliche Weiterentwicklung feststellen müssen. Also gesangstechnisch auch vom Raimund hat er mega abgeliefert. Der Clean-Gesang ist super gut, das Song-Arrangement ist mega deep. Also das sind wirklich Road Perdition, kann ich mal empfehlen. Fear Dom ist mega, mega gut. Tears of the Isles war auch, ich glaube, wirklich super. Macht immer noch Spaß mit den Jungs zusammen zu zocken. Hoffentlich wird sich das in nächster Zeit dann auch mal dabei ergeben. Das letzte Mal hatten wir zusammen auf dem Summer Breeze gezockt, wo wir uns auch getroffen haben. Das war echt angenehm. Dann haben wir dann noch schön Backstage mit denen abgehangen und einen Haufen Quatsch erzählt. Also war cool. Großartig Band, Nate Obscurity. Großartig. Gestern Abend gerade aus dem Decentral Studio gekommen und noch was zu futtern gemacht und dachte ich mir, ach komm, die haust du jetzt nochmal komplett rein, weil letztens nochmal so ein paar einzelne Songs mal angeklickt und irgendwie war ich nicht so richtig in der Muse dafür. Und jetzt habe ich mir gestern dann mal die neue Secrets of the Moon mal komplett angehört. Und habe sie danach nochmal angehört. Unglaublich gute Songs. Die Band hat sich auf jeden Fall sehr krass weiterentwickelt. Viele würden vielleicht sogar sagen, dass sie sich ins Negative entwickelt haben, weil von Black Metal ist da nicht mehr so wirklich viel zu hören. Bei bestimmten Songs bei Secrets of the Moon kriege ich echt Gänsehaut, weil die so krass arrangiert sind, dass es einfach voll ins Herz geht. Also das ist krass. Naja, und jetzt war ja eigentlich abzusehen, dass es ein bisschen mehr so in die Bereiche Fields of the Nephilim, The Cure, Sisters of Mercy, so dieses 80s Wave Ding so ein bisschen geht. Und ich finde, das steht Secrets of the Moon aber auch ausgezeichnet und das können die einfach. Die können einfach unglaublich gute Songs schreiben, ob das jetzt nur im Black Metal Bereich ist oder halt jetzt auf dieser Schiene so. Und T-Shirts drin. Oh, ist das schön. Alcest. Das erste Mal auf ein paar Design gesehen, hat mich unser Schlagzeuger Kevin an die Hand genommen. Er war mit Oberkörper frei, hatte Panzertape auf dem Brustwarzen und hat, glaube ich, so einen Klodeckel vom Partisan-Dixie und Heiz gehabt, ganz widerlich. Hat er bestimmt gewaschen vorher. Er hat gesagt, wir müssen jetzt ganz doll Eisfest gucken. Das war meine Rettung an diesem Wochenende, weil irgendwie hatte ich sowieso so die Schnauze voll von nur Geknüppel und voll in die Fresse Mucke und das war endlich mal so, die Sonne kam gerade raus und dann spielt so eine Band und weiß nur, oh, ist das geil, diese Melodien.
dieser wunderschöne Klagesang, ja, dieses Song-Arrangement. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich muss jetzt alle Platten kaufen. Ich hatte schon noch ein paar Design gemacht, ich hatte auch keine Kohle mehr, weil irgendwie musste ich auch noch ein paar Bratwurste essen und Bier trinken. Auf jeden Fall bin ich da auch gerade dran, noch ein bisschen so meine Sammlung zu vervollständigen. Das klingt halt einfach ganz anders. Wie kann man das vergleichen? Bei manchen Songs wie so beim Herr der Ringe irgendwie, wenn du so, so schöne Wälder und alles so ganz schmusig und die Feen fliegen rum und das ist total, im nächsten Moment kommen die Orks angeritten. Das ist Wahnsinn. Also es ist Musik, die Bilder im Kopf schafft. Das klingt teilweise manchmal wie irgendwelche Film-Soundtracks zwischendurch, weil das so sphärisch ist und man kann einfach so wegschweben. Mega schöne Musik, Isis ist eine großartige Band. Habt ihr das hier direkt für mich zusammengeschnitten oder was? Das ist doch nur mein Scheiß. Die Band aus dem Nichts. Ja. Also, Heaven Shall Ring. Weakness Leaving My Heart haben sie ein Doppelvideo dazu gemacht. Dachte ich erst so im ersten Moment, als das erste Lied, das war Protector, dachte ich, ja, ein typischer HSB halt, ne? Eine coole Videoidee und da hast du gedacht, da passiert ja noch was. Also, und dann aber, als dann dieses Video losging, habe ich einfach nur permanent so Gänsehaut gehabt. Auch halt, weil Molle, wie der gespielt hat, das sah so gut aus, wie der dann schreit und da kommt die Halsschlagader, die kommt das übrigens raus. Mega Gänsehaut ohne Ende. Das ist ein unglaublich schöner Song. Und ich habe dann jetzt ich würde nicht sagen, Corona sei Dank. Man hat halt mal Zeit gehabt, ein bisschen was zu Hause zu machen. Ich habe dann irgendwann angefangen, den Flur zu streichen, was ich ja schon im Januar schon mal machen wollte. Und es ist ein großer Flur und da kann man auch mal schön ein Doppelalbum hören. Und da habe ich mir die ein paar Mal hintereinander reingezogen und finde, das Album ist absolut hörenswert. Macht einfach nur Spaß. Aber dass es halt wirklich eine Band so weit gebracht hat wie Heaven Shall Burn, das ist schon unglaublich. Man kennt die Jungs halt auch, die sind super nett und wir hatten ja selber schon das Glück auch 2016 der Wanderer-Tour Support für die mitzumachen und dann auch nochmal im Stadtgarten in Erfurt mit Weg einer Freiheit. Also das war schon für mich persönlich war das wie ein Ritterschlag. Gute Jungs, gute Band. Was haben wir noch Schönes? Machen wir mal noch ein bisschen T-Shirt und noch ein bisschen für Geld drin. Type und Negativ, von denen habe ich noch nie was gehört. Das ist gar nicht meine Größe, das ist der M. October Rust, schönes Shot. Sehr schönes Shot, ja, M könnte mir doch passen. Weiß ich noch ganz genau, wie ich das erste Mal bei Metallica Black Number One gesehen habe. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ein Riesentyp, der einen Kontrabass umhat als Bass mit einer riesengroßen Steigkette. Hast du gedacht, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Übelst krass. Also eine Erscheinung und eine geile Stimme und mega gute Texte. Und da gab es hier vorne einen CD-Laden früher am Goetheplatz. Also war es 1997, nee, 98, ich glaube 96. Ich bin mir nicht mehr so sicher. War 2007. Ich muss noch mal recherchieren. Schreibt es doch einfach in die Kommentare drunter. Ich bin ja regelmäßig dann auch zu Rewe gegangen oder was da halt im Umkreis war und habe mir leere Tapes geholt und habe da hast dir Sampler gemacht, diese schönen Mixtapes und halt alles überspielt, was ich da gefunden habe. Und die October Rust ist nach wie vor ein Album, was ich sehr, sehr gerne höre. Und das musst du auch nicht unbedingt im Herbst hören. Das kannst du auch echt gut im Sommer hören. Das ist einfach ein Album, was super gut unter die Haut geht. Na, wenn es das T-Shirt hier irgendwann mal in der Ecke gibt, dann kaufe ich mir das hier. Dann muss ja die Jungs hier auch ein bisschen supporten. So. Also das ist ja wirklich komplett nach meinem Geschmack zusammengestellt. Ein Schelm, der böse dabei denkt. Katatonia. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt schon viel gelabert habe, dann kommt jetzt ein Roman. Habe ich gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin und mir was zu futtern gemacht habe, habe ich die auch nochmal gehört. Komplett. Und heute früh habe ich ein bisschen an Songkram gearbeitet, habe ich die Kaffee getrunken, habe ich die auch gehört. Und als ich hergefahren bin, habe ich die auch gehört. Das ist ein unglaublich schönes Album. Let it go, the focus.
Viele hatten ja am Anfang erst Bedenken, als diese erste Single-Auskopplung Lecker, oder wie man in Ostdeutsch sagt, Lecker, dass es jetzt so ein bisschen ambient-mäßig wird, und da haben sich schon ganz viele gesagt, so die letzte Scheibe, The Fall of Hearts, schon irgendwie so Bauchschmerzen hatten, weil es irgendwie so Larifari-Kram ist. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall eine ganz schöne Muschi-Bubu-Nummer. Der wird auf jeden Fall, finde ich, eines Besseren belehrt. Hier, das ist ja die Media Book Edition, 17 Euro. Habe ich letztens auch meinem Jan aus der Arbeit zum Geburtstag geschenkt. Hut ab, ich finde das Album absolut gut und ist auf jeden Fall ein guter Nachfolger zu der The Fall of Hearts. Das müsst ihr jetzt nicht machen, das kann halt wie bei Wentworth hier. Auf jeden Fall Schnitt. Hier wird nichts geschnitten. Ah, fuck, okay. Wie oft habe ich jetzt fuck gesagt? Fuck. Man wünscht sich halt wirklich bei manchen Songs manchmal, wenn ein cooles Riff anfängt, oh, hoffentlich können die das noch ein bisschen so durchziehen. Katatonia machen das einfach. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ganz schön viel erzählt und mal gucken. Vielleicht kriege ich ja doch noch das ein oder andere Präsent. Ansonsten habe ich auch noch Geld mit und ich kaufe mir was.